Ja, wollte gerade fragen, ob bei dir auch ein Schwarzbild ist. Ja, kurz war es, aber jetzt ist weg. Ich hab, da sollten wir nicht Story weiter. So, doch. Ich habe mich nur gerade gewundert, warum ihr so ein Schwarzbild kommt. Ja, weil es lädt die Story. Alte Taste. Wenn wir den Futterplatz dieses Gottwurmes finden, dann können wir Xol mit dem Fragment des Reisenden hervorlocken. Ich habe ein paar Scans laufen lassen. Hab eine Höhle gefunden, die mit einem von Xols Tunneln verbunden ist. Ah, wie nicht gegen die Wand. Zavala, hör mir zu. Ich hab die Einträge. Ich hab Angst, da runter zu fliegen. Rasputin konnte Xol schon beim ersten Mal kaum aufhalten. Ich bekomme eine Interferenz rein. Ich werde daraus nicht schlau. Unsere Mission steht fest. Wir besiegen Xol und wir brauchen dafür nicht die Hilfe eines Kriegsgeistes. Nicht, wenn wir nicht wissen, was er noch tun kann. Oh, Hexi. Ach, verdammt. Ich mag das, wenn es so ein bisschen neblig ist. Ein bisschen was los hier. Die Interferenz wird schlimmer, aber ich kann ein Muster erkennen. Hörst du es, Anna? Ich brauche mehr Daten, um sicher zu sein. Vielleicht ist es eine verschlüsselte Nachricht. Diese Kristalle suchen nur so vor Energie. Darin wird sicher Energie gesammelt, um Xol damit zu füttern. Oh, hier ist was getroppt. Energie in diesem Relikt ist unbeständig. Wirf es doch mal gegen den Kristall. Marvin hat kaputt gemacht. Ja, ups. Sieht aus, als ob die Schar sich hier unten ordentlich ausgetobt hat. Geht weiter. Laut Scans. Was sind wir denn auf Mars? Oh. Mars in der Höhle das oder was? Ist der wahrscheinlichste Ort für Xols Futterstelle. Warum ist hier so hell? Das wäre viel cooler, wenn es so wie in der ersten Kampagne war. Da war die zweite Mission, war so, wo es stockdunkel war und du gar nichts gesehen hast. Das war nice. Schau dir nur an, wie groß diese Tunnel sind. Ach, richtig geil gezeichnet. Was bedeutet? Er ist stärker als wir dachten. Umso mehr Grund, ihm den Gar auszumachen. Whee! Ich bin mehr auf die Umgebung am gucken als auf die Gegner. Oh. Ups. Ich denke mal, wir Raketenwerfer drauf, ist wieder Ruhe.
Rauf und rechts. Sie singen in archaischer Form. Es geht darin um einen Priester, Nokris, und wie er als Ketzer abgestempelt wurde. Was gilt denn bitte für die Schar als ketzerisch? Irgendwas von wegen der Auferstehung. Oh Mann, Alter. Yay. Haben wir gerade auch so getroppt, oder wie? Nö, ja, es geht ja. Los hier. Habe ich kurz mal auf ein Drittel runtergetroppt, hätte ich gedacht. Das ist eine Art Heiligenstätte. Oh, Verbündeten bei Tritt. Sie bereiten eine weitere Gabe an Zoll vor. Wir müssen sie ausschalten. Jetzt. Das kann ja nicht der Endboss sein, oder? Nee, ich bin nicht. Nicht mal Level 30. Oh, ich nehme. Okay, ich glaube, du musst da irgendwas machen. Hab ich schon mal. Okay. Ringtop. Ja, den Kristall explodiert. Brauch wahrscheinlich noch ein zweites für den zweiten Kristall. Ah, da hinten ist eine Leiste. Warte mal, lass mal hier rumlaufen. Ja, hier hinten. Ne, da geht nix. Ja, ist erstmal clear, ist egal. Zweiter Relikt, jetzt kommt gleich ein Boss an. Aber mir ist immer noch im Mua, ne, jetzt. Ja, gut. Geh gleich down. Ja, war's wohl. Ja, das war niemals der Endboss. Endboss brauchen wir Minimum 2 Minuten. Er ging echt fix down, der Typ gerade. Ich habe das Interferenzmuster entschlüsselt. Die dran, Marvin, weil wir gut sind. Ja. Ja, das schaffen wir ohne zu sterben. Uralte, mächtige Namen. Das ist mehr als... Anna! Anna! Ja, wie so Würmer sind das. Guck mal. Schnell weg. Wow. Und ja, ich bin gerade schon gucken. Da oben ist die Ringbaum. Es geht hier so diesen Kristalllauer. Irgendwann müsste so ein Relikt droppen, bitte. Relikt müssen wir auf den Kristall schmeißen und dann will ihn hin. Gucken. Hinten. Ist bestimmt irgendwo versteckt. Da ist. Ich hab's. Da, du bist. Dich benimmst du. Okay. Mach du mal den Knall schon mal den Raketenwerfer drauf. Juhu.
6000 Schaden. Wieder immun. Na, ich habe nur noch knapp 500 Schuss. Bisschen wenig. Geht so überall, Mann. Ja, ich bin schon am Sammeln. Wollen wir nächstes Mal Ulti setzen oder die mal noch safen? Eine Ulti. Ich glaube, die kriegen wir auch so down, oder? Da hinten ist bestimmt wieder bei dem Ritter. Dings. Lass mal kurz Leben raggen. Ich kassiere gerade richtig Damage hier, das geht gar nicht. Ja, da ist es. Nimmst du, ich knall gleich wieder eine Rakete. Oh. Geht mir auf und drauf. Da geht halt gar nichts in die Rolle. Hexe. Hexe da. Da hinten ist. Na gut, aber wenn du den alleine machst, bist du echt eine Weile beschäftigt, hey? Come on. Yeah! Da, in der Mitte. Da können wir das Fragment platzieren. Dort existiert kein Leben. Alter, das ist eklig. Fettes Vieh. Hüter, wo bist du? Ja. Yep. Vorbei. Dank. Xol ist auf direktem Weg zu Clovis Bray und Rasputin. Wenn Rasputin stirbt, dann ist der Speer auch weg und Xol gewinnt. Na gut. Meine Vorbehalte dem Kriegsgeist gegenüber sind nicht so wichtig wie Xol zu besiegen. Wir zusammen. Was sagst du dazu? Dass es noch langsam Zeit wird.
Ja, cool. Vielleicht dürfen wir im nächsten Raid mit dieser Riesenschlange. Ich mag Schlangen nicht, deswegen. Wenn ich schon an dieses glitschige Ding dabei, da wo wir bei Alex am Grillen waren, denke ich, oh, Ich habe aber zocken kommen, sondern hat gesagt, vielleicht später, gerade erst nach Hause. Ich habe unsere Gruppe laut. Was? Hä, was? Nee, hoch privat. Ach so.